Hallo und willkommen zurück zu Gold Rush The Game. Jo, wir sind wieder ein bisschen am Baggern. Und ich habe mir jetzt auch mal einen Angestellten gegönnt. Da seht ihr oben rechts die Anzeige, unser Geld, das sinkt langsam und unsere Goldmenge, die steigt langsam. Wie das genau mit dem Angestellten funktioniert, kann ich jetzt leider nicht sagen. Anscheinend ist das einfach nur ein Wert, welcher sich ermittelt durch die Werte des Angestellten. Also wir sehen den nirgends, der macht auch nichts. Eigentlich sollte er einen kleinen Bagger fahren, habe ihn eingeteilt, aber ihr seht, ich sitze im Bagger und der Angestellte verdient trotzdem Geld. Und, sorry, ich hatte das jetzt auch mal ein bisschen getestet. Also, ich habe mir das auch notiert. Den Angestellten hatte ich jetzt angestellt. Dann habe ich mal mein komplettes Gold verkauft, habe mir mein Geldstand notiert, um zu sehen, ob der Angestellte überhaupt positive Bilanz schafft oder ob der uns Geld kostet. Bis jetzt sieht es, sage ich mal, gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt 0,5 Unzen. Das hat jetzt komplett allein der Angestellte verdient. Seit 19 Uhr letzten Abends ist er jetzt am Werkeln. Und der Kontostand betrug 1700 Dollar. Das heißt, jetzt haben wir 1400. 250 Dollar hat er uns gekostet, hat eine halbe Unze verdient. Das heißt, ungefähr, sagen wir mal, 600 Dollar mindestens haben wir jetzt verdient durch ihn und gekostet hat er uns 250. Also, unser jetziger Angestellter macht sozusagen Profit. Ja, ich lasse da noch ein bisschen laufen, das schauen wir uns nachher nochmal genau an. Bevor ich hier die Eimer hermache, sehe ich aber gerade, unser Eimer ist voll. So, hier oben steht der Pickup. Na, wo ist er hin? Hier ist er. Wir können auch mal unsere kleine Taschenlampe anmachen. So, Moment, ich wollte die Eimer, wenn es geht, ein bisschen sortiert an auf den Pickup stellen, dass ich weiß, wo die her sind. Ach, dieser blöde Benzinkanister. Ja, ihr seht, das ist alles andere als leicht hier, irgendwas so zu platzieren, wie es soll. Nein! Jetzt ist auch noch die Lampe runtergefallen. Und das auch noch alles in der Nacht. So, weiter geht's. Zeit ist Geld, im wahrsten Sinne. Jetzt kaputt. Die laufen alle und brauchen überhaupt nicht Benzin. Beziehungsweise Diesel. Das heißt, wir müssen jetzt weiter baggern. Ich habe jetzt mal den Sound ein bisschen hochgedreht, dass wir auch mal ein bisschen hier die Geräusche von dem Bagger, von der Waschanlage mit hören. Ich hoffe mal, ihr versteht mich noch und ich werde auch mal gar nicht so viel erzählen hier. Wir werden einfach mal ein bisschen baggern. Macht ja auch Spaß, ein bisschen zuschauen. Ich hoffe jedenfalls mal, dass es euch auch Spaß macht. Ja, dann baggern wir erstmal ein bisschen Morgengrauen. Ein Eimer haben wir noch, dann müssen wir den leer machen. Gar nichts.
egal, ich wollte die einmal jetzt ein bisschen sortieren. Das heißt, mich interessiert das jetzt wirklich, ob der letzte Eimer, den haben wir ja wirklich hier aus tieferen Gesteinsschichten, ob der jetzt mehr Gold enthält, wenn wir tiefer baggern. Der erste Eimer war ja noch ziemlich ebenerdig. Aber jetzt auch nicht mehr so Mutterboden. Hat man ja schon ein bisschen angefangen in den letzten Folgen. Oh, hier der letzte Eimer, der ist wirklich schon so, ja, guten Arm tief. Bis 1,3 Unsen enthalten. Also wirklich so ein richtig dicker, fetter Nugget war da nicht dabei. Ich hoffe mal, dass es überhaupt sowas gibt, dass wir wirklich mal so einen Glücksgriff noch machen. Das sagen wir mal, der Eimer gleich mal so 4-5 Unsen enthält. Dass wir dann so eine Anzeige bekommen. Ja, hier, das war ein besonders dicker Nugget enthalten. Das gibt ja auch ein bisschen. Spielspaß, der wird ein bisschen erhöht dadurch. Jetzt werden wir schon vorher wissen, ja, der Eimer gibt uns 1-2 Unzen maximal. Da bin ich auch gleich gespannt drauf. Das ist nix. Wir müssen hier, wir brauchen mehr Gestein in der Schaufel. Oh je, da ist ja gar nichts drin. Wieder 20. Ich glaube jetzt. Den frischen Boden noch mit abtragen. Wir können ja so ein bisschen durch die Felsen schauen. Das sieht fast so aus, als ob wir schon auf den Grund angekommen sind. Voll. Mehr wie drei Eimer habe ich jetzt leider nicht mit. So, müssen wir eben schauen. Motor aus. Jetzt müssen wir noch Scheinwerfer ausmachen. Okay. So, aufpassen, dass wir nicht hier reinfallen. Weiß nicht, ob man da wieder rausgesprungen kommt. Ah, tut das gut. Dieser Krawall, das war jetzt wirklich ein bisschen sehr laut. Ja, Diesel. Wir haben wohl überall nachfüllen müssen. So, das ist der letzte Eimer. Da müssen wir uns merken, wo wir den hinschmeißen. Den tun wir ganz hier vor. Nee, vorne war doch die Lampe. Okay. Der ist vor zur Lampe gekullert. Merken wir uns.
Na. Vergesse ich doch jedes Mal, den Motor auszumachen. Hier, Moment. Die Pumpe, die brauchen wir. Dann müssen wir noch die beiden Stromgeneratoren anmachen. So, läuft beides sehr schön. Magnetiteimer drunter. Hier haben wir noch leere Eimer rumliegen. Werden wir mal mitnehmen müssen. So, der erste Eimer, den ich gemacht habe, war der hier in der Ecke. Den kippen wir jetzt erstmal hier rein. So, 10% ist eigentlich immer Magnetit. Sehr schön. So. Moment, Moment. Jetzt wollte ich ja eigentlich nach dem Angestellten gucken. Habe ich gesagt, 19 Uhr habe ich den eingestellt. Jetzt haben wir 7 Uhr früh. Der ist jetzt 12 Stunden am Arbeiten. Hat, Moment, das notiere ich mir mal kurz. Wir sagen mal, 0,8 Unzen hat er verdient. So, und bezahlt haben wir für ihn 400, 1700 Stanz, ja. Ja, würde ich sagen, das ist ein guter Profit. Den können wir lassen. Ne, dann können wir den jetzt durchwaschen. Also das war jetzt der erste Eimer. 0,8 Stanz. Oh, das lohnt sich. ...1,6 Unzen war der erste Eimer. Oh, das kann ja dann noch besser werden. So, Eimer Nummer 2 ist dieser hier. Den haben wir auch schon von ziemlich tief unten rausgeholt. Schön wäre es natürlich noch, wenn wir jetzt beim Goldwaschen, da bekommen wir zwar angezeigt, dass der Vorgang abgeschlossen ist, aber richtig schön wäre es natürlich, wenn da jetzt noch genau stehen würde, wie viel wir rausgeschürft haben aus diesem Eimer. So, 2,4. Oha. 2,4, das heißt 1,7 Unzen. Es wird. So, und jetzt unser Eimer hier aus der Tiefe. Da waren wir schon wirklich einiges tief, haben wir da gefunden. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir 2 Unzen knacken. 4,1. Eine. Oh, oh. 6,25. Wer wäscht noch? Boah. 2,7 Unzen. Ein Eimer war das jetzt. 2,7 Unzen. Also wirklich, das Gold liegt tief. Jetzt wissen wir es. Aber wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen erstmal auch den anderen Boden wegbuddeln. Aber jetzt haben wir schon einen guten Anfang. Jetzt nehme ich mal hier ein paar Eimer mit. Die brauchen wir ja alle nicht. Die können wir alle voll machen. Ja. Wie sieht's denn aus? Notstromer können wir ausmachen. Magnetit
30%, das brauchen wir nicht wegschaffen. Wir haben unseren Magnetitanhänger. Da haben wir das letzte Mal ein Eimer voll weggeschafft. Hat genau 1000 Dollar gebracht. Ja, hier würde ich sagen, ich werde gleich weiter ballern. Oder Moment, wir können mal eben schauen. Ich hatte hier einen Angestellten. Ich kann euch mal zeigen, wie man das überhaupt macht. Und ein bisschen Geld habe ich noch. Vielleicht können wir uns ja noch einen anstellen. Oder gehen wir hier zu unserem Laptop. Um Arbeiter. Das hat jetzt einmalig 3000 gekostet, um das freizuschalten. So, den haben wir angestellt. Kostet uns 130 Dollar am Tag. Arbeit 52%. Also, der ist nicht fleißig, der ist nicht faul, der ist einfach nur ein ganz normaler Arbeiter. Zeit 0,9. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. 9 Minuten? Im Schüttkasten habe ich den eingestellt. Ach, ich habe den zuerst am kleinen Bagger eingesetzt. Aber da ich jetzt nicht wusste, ob der jetzt weiterläuft, weil ich selber baggern wollte, hatte ich den an den Schüttkasten gestellt. So, der kostet 138. Nee. Wir lassen das mal. Einer reicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Den haben wir jetzt an dem Schüttkasten. Das ist auch in Ordnung so. Der ist da hinten. Ja, da würde ich einfach sagen, wir werden die Folge heute schon mal beenden. Die ist jetzt nicht sehr lang geworden, aber wir haben gesehen, so ein Angestellter lohnt sich. Und wenn wir wirklich in die Tiefe buddeln, dann lohnt sich das auch wirklich mit dem Goldschürfen. Jetzt haben wir 3 Eimer gewaschen. 6,9 Unzen haben wir. Ungefähr 0,9 hat unser Angestellter gemacht. Ja. Das ist ein gutes Ziel für heute. Ja, und dann sage ich einfach mal bis dahin.